Hey, guten Morgen, everyone! Was haben wir jetzt? 8 oder so. Die 8, die lacht. Es ist 7.40 Uhr. Ja. Hinter uns reiht sich schon die Kolonne ein. Wir gehen jetzt zum Traktorfolien. Trotz aller Widrigkeiten haben wir es geschafft. Ja. Ist eigentlich alles vorbereitet, oder? Ja, und alles ist schiefgegangen, was schiefgehen kann. Uns verreizt wahrscheinlich noch die Karre da ja, vor Ort. Ja, gestern Abend noch haben wir den 410er vorgeladen und Marius will rausfahren. Denkst du, irgendwas geht da nicht. Ja, wir hatten es in der Story. Jungs und Mädchen, das glaubt ihr tatsächlich nicht, man. Wir wurden hart sabotiert. Unser. Was wurde da gemacht? Schaltgestänge wurde ausgehängt. Voll krass, wer macht denn sowas? Jetzt haben wir kein Begleitfahrzeug für morgen, beziehungsweise müssen sie jetzt noch richten. Das hier ist der Vlog zum Traktorpulling. Bene, der Kameramann, den hatte ich auch gerade irgendwo gesehen. Der dreht nachher den Aftermovie, den findet ihr auch auf dem Kanal. Ich schätze mal, so wie ich mich kenne, ist der Vlog zuerst fertig. Schauen wir mal, was der Aftermovie macht. Morgen, Bene! Morgen! Vier Fahrzeuge. Einmal Oldtimer, 410er, Werkstattwagen und das ist Fahrerlager. Fahrerlager, okay. Ja. Achso, das ist für Werbeträger und alte Menschen, die wieder nach Hause gefahren werden müssen. Ja. Pickup. Dann kommt der Moby Dick. Ja. Fährt auch. Für was fährt der nochmal mit? Einfach so, der zum Spaß. Zurück zum LKW-Fahrer zurückfahren. Monster. Also, das ist doch ein Mordskonvoi, oder? Ja. Wie viel Zylinder hat der Konvoi? 8, 16, was hat der LKW? Glaub, 14, 24, 28 plus nochmal 5, 31 Zylinder. Also, Kolbenfresse, auf geht's. Den müssen wir nur im Standgas laufen lassen. Ja. Einfach nur, wenn wir es können. Ja. Attacke! Hui! Oh, Handbremse! auf geht's Richtung Krumbach. Der Konvoi rollt. Joachim, das wird ausgeschnuckt. Wir fahren da. Wir schnucke. Tja, ich darf. Na ja, komm, fahr runter. Ich seh's dir doch schon an. Kaltstart. Du, was liegen wir? 5.700 irgendwas und zerquetschte. Also fürs nächste Mal können wir noch Gewicht einpacken. Alles klar. Geht ja so. Ach super. Perfekt. Den könnt ihr so Anhänger denn haben, oder? Wir starten oder was? Perfekt vorbereitet. Ach so, super. Ey. Und? Du, wenn wir jedes Mal so gut Mitkäufe wird bei uns außenrum wie hier. Da müssen wir nochmal an der Stelle tatsächlich mal Danke sagen als Pulling-Team Allgäu. Wir hoffen, dass ihr einen Start geht und dass ihr eine gute Show bietet. Ja, schauen wir mal, was wir hinkriegen. Joachim, jetzt geht's, wir sind dran. Gib mal die Kamera her. So, unser anderer Vorfahrer. Und dann sind wir dran. Hau mal deine Hand zu. Easy.
Ah, der Schopol will nicht so ganz. Fahrbares Hör, Team Kopfgetriebe Öl, auch die versuchen es nochmal. Ja Leute, ich würde sagen, das war mal große Enttäuschung. Puh, bin jetzt todesgefrustet und enttäuscht. Hilft nur eins, mir jetzt richtig saufen. Für heute habe ich gar keinen Bock mehr. Alter Vater. Ich glaube, es kommt zum Regnen. Neuer Tag, neues Glück. Auf geht's zum Haupttag, zum Sonntag. Schauen wir mal, dass wir uns noch ein bisschen optimieren und da mal eine bessere Leistung abliefern als gestern. Ist der nicht herzig? So geil, hast du gerade die Ansage gehört? Ja, biologische Kraftstofffahrer, die, ja, das ist biologisch, das ist klar, das vor ein paar Millionen Jahren war das mal Biomüll. Ja, tote Dinosaurier fahren zu die Zigina. Kann mir doch keiner sagen, dass das CO2-neutral ist. Weißt du, das ist so grobkörnig, das geht in die Lungen. Ach so. Es geht in die Ozonschicht, das lagert sich am Boden ab. Schauen wir uns mal wieder ein paar Puller an, oder was? Ja, würde ich sagen. Sag mal, was bist du heute für einer? Ich komme aus Ravensburg, bin was? Extra wegen euch hier angereist oder 100 Kilometer gefahren. Sauber! Bin ich verfolge in YouTube und von ich denke, da fahre ich nach. Sauber, das freut mich. Mich auch. Gute Fahrt. Ebenfalls. Jetzt guck dir mal an, was da für Zigino auf dem VIP chillen. Die Väter wieder hier, die besten Plätze, du. Hey, ihr zwei Experten. Schon los, läuft das? Ja. Und hier echt die besten Plätze, oder? Ja, danke dir. Also dann, ja. Gut Pull, gell? Du, was geht eigentlich so? Kriegen wir gute Aufnahmen zusammen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt kommen gerade heftige Dinger, Turbine und so. Kamera steht, Drohne ist auch. Wie viele Drohnenakkus habt ihr schon verheizt? Heute einen, gestern drei, wir haben jetzt noch fünf. Wir sind alle gespannt auf den Aftermovie.
die Dame, wo die mit der Flagge die, bleibt, dann ist die, die kennt da gar nichts. Ja. Die chillt da ihr Leben, hey. Das hast du auch gerade gedacht. Also, die so, okay, geht die, jetzt mal zur Seite, geht die, die mal zur Seite. Die hat Eier. Die hat so, ja. Ja, sind hier dafür abgefahrene Maschine? Unimoto. Fahrrad ihr gleich noch? Ja. Ach, sauber. Sieht ja krass aus. Zieh dir auch eine Waage? Naja, Waage ziehen wir. Einfach so ein wenig. Ja. Dann mal Stress und bullenfreie Fahrt. Ja, danke. Das ist ihr Flugzeug. Oh. Ah, die sind leider ausgegangen. Wir ziehen ihn auf. Und ziehen. Das wäre jetzt ein unglaublicher Lauf. Ah, scheiße Nummer, Mann, das filme ich jetzt mal nicht. Den Kollegen hat es Kerik gewinkt. Hey, ich hoffe, da ist alles gut. Der wird jetzt mal heftig verarztet hier. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ist ja schon gefährlich, die ganze Nummer hier auch. Ja, Mann. Stolz läuft doch vom Feld. Toi, toi, toi und gute Besserung, Bro. Jetzt bin ich auf jeden Fall nicht mehr der Mensch, der. Was ist los? Nach der Klasse hat es geheißen, jetzt du mal wieder auf die Bahn dürfen. Ach, ich muss jetzt auf Bahn oder was? Schunkler. Schunkpooling. Ja, das bin ja ich, oder? Ja, genau. Ich bereite mich mental darauf vor. Ja, man sieht's. Was haben wir? Ja, guck mal, das hat 0,1 Bar mehr, wie ich gestern Abend rausgelassen habe bei der Hitze. Ja, lass runter, oder? Full Pull wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Schauen wir mal, den hängen wir jetzt oben an diesmal. So, der Meister hat den Strohhut wieder auf. Wir wissen, was das heißt. Der nächste Pull steht an. Mal schauen, ob wir diesmal besser werden. Ah, der hängt ein bisschen höher an, das wird schon laufen. Bild nicht circa. Was machst du jetzt eigentlich hier direkt an der Startlinie? Ja, ich gucke, ob wir es adaptieren können. Alles klar. Adaptieren, dass wir da richtig wenig weiter oben sind im Ei. Ja, höchste Zeit. Ist ganz schön was los hier. Wenn ich das so sehe. Nice. Ich würde sagen, jetzt geht's, oder? Du hast was vergessen. Live auf Facebook oder so. Der Map vom Kopfgetriebe. Vater, wie war der Showlauf? Einwandfrei. Ja? Ja, aber ohne Bowlingwagen. Oh, was war da los? Ja? Ja. Ja. Ja, wir haben uns disqualifiziert, gell? War wegen, trotzdem gut. Wegen Handy am Steuer. Ehrlich? Ja, ja. Okay, aber was willst du machen? Aber Hauptsache dabei. Dabei sein ist alles, gell? Ja. Sehe ich auch so. Thank you.
Jetzt haben wir es geschafft für heute, oder was? Ich glaube schon. Ja, jetzt verladen wir den Karren. Ja. Fahrt heulen, der Vater will ein Feierabend hier, oder? Vlog ist vorbei, Aftermovie kommt die Tage. Genau. Like und Abo da lassen, Prince-Shirt kaufen. Als nächstes kommt mal noch ein Oldtimer-Treffen in der Schüre, oder? Ja, da freue ich mich schon drauf. Dann gibt es wahrscheinlich noch in Zukunft auch noch so Oldtimer-Treffen, weißt du, wo man so ein wenig auf dem Feld rumgeckeln kann. Ah, das ist geil. Ah, da bin ich dabei. Da müssen wir mit dem mal ein wenig ziehen, ja. Dann haben wir wenigstens mal ein Erfolgserlebnis. Alles klar, wir sehen uns. Ciao, Kakao. Ciao. Vielleicht ein bisschen fett. Martin Dort war selber ja jahrelang Sternmotor gefahren, nicht so alt, sondern in Curtis Wright. Nein, jetzt winkt er ab. Das war's. Schade, der neue Wolpertinger. Will noch nicht. Dann kommen wir hier zur Siegerehrung. Fahren wir heim. In dem Fall gehen wir heim.